Wir machen keinen Unterschied. Das hat sogar richtig viel Vertrauen und Zeug gegeben. Nice. Gut, dass ich das gemacht habe. Okay, jetzt retten wir diesen armen Kerl. St. John an Lieutenant Whittaker. Carmen. Schalte auf einen privaten Kanal. Moment. Deacon, hörst du mich? Ja, hey, ich habe mir den Anforderungsschein angesehen. Du brauchst Silikat? Ja, Silikat. Als Destillationsmedium im Säulenchromatographen. Säulenchrom was? Tut mir leid. Das ist der Teil meiner Forschung, der tatsächlich gut läuft. Also, Silikat. Wo finde ich das? Ach, Mist. Ich dachte, ich hätte das vermerkt. Moment. Okay, es gibt einen Laden südwestlich von uns, bei Mesama Village. Dort solltest du was kriegen. Okay, verstanden. Danke. Sorry, vergiss es. Weitermachen, Corporal. Ja, Ma'am, Lieutenant. Sarah Ender. Oh mein Gott, okay. Wir müssen Tyler retten und danach müssen wir das Zeug holen, wo auch immer das Zeug sein sollte. Ich weiß es nicht. Boah, wir haben schon einiges aufgedeckt. Hier ist auch noch ein Nero-Forschungscamp. Aber hier ist noch nichts aufgedeckt. Mal gucken, was wir hier finden. Außerdem ist hier auch ein Nero-Forschungscamp. Die müssen wir natürlich alle noch holen. Das ist eins, was sicher ist. Descartes, was zum Teufel ist das überhaupt? Reg dich nicht auf. Jetzt retten wir erstmal Tyler. Okay. Mega Lag. Ist das nur bei mir? Ja, das ist nur bei dir. Weil bei mir läuft's ohne Probleme. Und ich glaube bei den anderen auch, auch wenn die jetzt gerade nicht antworten. Nice, wir sind wieder auf den Straßen. Oh Gott. Corey, hier spricht Corporal Russell. Kommen! Zurück, verdammt, zurück! Na los doch! Rückzug, Rückzug! Russell, Bericht. Sir, wir waren auf Tour und wollten nach Chemult, als wir auf eine unglaublich große Horde trafen. Verdammt, bewegt euch, los! Na los! Zurück, ihr habt ihn gehört! Gut, Corporal, hört mir jetzt genau zu. Bringen Sie die Männer raus. Wir sind nicht bereit für einen Angriff, verstanden? Ja, Sir, ganz meine Meinung. Russell, Ende. Los! Bewegung, los geht's! Wir ziehen ab! Los geht's! Los, los! Eine unglaublich große Horde. Na, super. Jetzt hat's gerade im Spiel gelenkt. St. John! Wow. Sind Sie da? Kommen Sie zum Hauptquartier, sobald es Ihnen möglich ist. Colonel, natürlich, Sir. St. John Andy. Scheiße, was ist denn da los? Reeks und Plünderer. Okay. Tötet euch gegenseitig. Zack und zack. Na gut. Und Bär auch noch. Alter. Oha. Der wird ja wirklich von allem zerstückelt. Aber es ist ein normaler Bär. Okay. Ich warte erstmal ab. Okay, hast du gut gemacht, Bärchen. Und jetzt verschwinde. Vielleicht, wenn ich jetzt einfach schnell an ihm vorbeifahre. Nein, ich warte noch. Und er frisst.
gedacht, dass du wegkommst. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein! Nein, ich wollte dir nichts tun! Aber du lässt mir mal wieder keine andere Wahl, du Drecksbär! Oh nein! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 oh Gott, nein, ich sterbe. Okay, okay, okay. Okay, mit einem werde ich fertig. Okay, der Bär kämpft gegen sie. Oh. Dieser Kackbär. Yes. Das Monotiv-Cocktail, auch nicht schlecht. Was hat der da dabei? Deacon, hörst du mich? Deacon. Ich höre dich. Wir zwei haben einiges zu besprechen. Ma'am. Das ist ein privater Kanal. Dick? Okay. Du sollst wissen, dass es mir ernst war. Ich möchte, dass du bleibst und uns hier hilfst. Das Ganze ist nicht so leicht für dich, hier mit uns zu sein. Hey, wo soll ich denn sonst hingehen? Und wenn ich abhaue, dann muss ich Ihnen diesen coolen Hut zurückgeben. Mhm. Ehrlich gesagt, hänge ich langsam an dem. Echt jetzt? Endlich. Das glaube ich dir. Dann jetzt zurück an die Arbeit. Die Hefekultur hat sich schneller vermehrt als erwartet. Okay, hit mir was von dem Bier. Au! Komm schon her! Zack, zack! Oh, verdammt! Hasse euch, Bleacher! Drecksäcke. Okay, hit mir was von dem viralen Protein auf. Hier draußen kriegt man echt Hunger. Mach ich. Lieutenant Whittaker, Ende. Ich höre schon wieder eine. Ah, da ist sie ja. Nein! Nein! Du hältst die Fresse! Oh, hässlicher Kreischer. Okay. Na, ich habe alle gelootet. Okay. Dann retten wir Tyler. Ah, Mann, ey. Echt. Bären. Alles voll hier. Immer Action. Immer Action auf den Straßen. Okay. Retten wir Tyler. Und wenn ich Tyler gerettet habe, dann kaufe ich mir diese neue Schrotflinte. Diese Einhandschrotflinte. Ah, super. Vielleicht lassen wir dich dann leben. Leck mich. Ich glaube, er kann uns nicht hören. Mal sehen, ob wir das nicht ändern können. Von mir her fahrt ihr einen Scheiß. Aufsicht! Hörst du mich jetzt? Hä? Hallo? Schaff die mir aus den Augen! Was meint ihr? Vielleicht können wir das in dem Camp eintauschen. Gegen Punkte! Shit. Ich komme, Taylor. Halte durch. Halte durch. Ich komme. Heimlich, still und leise komme ich.
und rette dich. Aufpassen, bestimmt fallen irgendwo, Stolperfallen. Bärenfallen, 100 pro. Lass meinen Kumpel in Ruhe! Teufel! Shit, was schreit der denn so? Hier ist was. Ja, ich... Ja! Da willst du auch noch nachschauen? Kein Problem, komm hier rein! Komm. Hier ist es schön warm. Okay, zwei Stück tot. Charlie drauf. Okay. Zack. Finger weg von meinem Kumpel. Jetzt ist er plötzlich dein Kumpel, ja? Wo ist denn das Großmaul mit dem Messer? Keine Ahnung. Der steht hier ganz alleine da. Wie gefällt dir das, du Dreckskerl? Das waren noch nicht alle. Ich schlag auch hart zu. Tschüss. Hart, schnell und leise. Hi, K.A. Schön, dass du eingeschlafen hast. Ja. Das wollte ich zwar nicht, aber egal. Wo ist der andere jetzt hin? Ich hab den aus den Augen verloren. Ah, da läuft er. Okay. Finger weg von meinem Kumpel! Cool bleiben. Der ist tot. Okay. Wo ist der jetzt hin? Hat noch nicht mal gemerkt, dass da jemand liegt, ja? Ist dir scheißegal, hä? Wie wär's, wenn ich dir ein Ohr abschneid, hä? Oh, Drecksack, das war's. Gut. Befreien wir ihn. Shit, Mann, der verblutet bestimmt ohne Ohr. Alles klar. Ich bring ihn um. Ich schwör's. Fallen lassen. Na los. Runter. Jetzt mach schon. Runter damit. Halt's Maul. Wie geht's dir, Taylor? Naja, es ging schon mal besser, um ehrlich zu sein. Okay. Oh, Mann. Okay, hör zu, Kumpel. Nimm das. Drück es so gegen deinen Kopf. Gut. Und jetzt will ich, dass du wartest. Ich funke Captain Khoury an und der schickt jemanden, okay? Okay, Mann. Ja, okay.
Okay, wir haben Tyler befreit. Nice. Junge, Junge, wie übel. Ins Ohr abgeschnitten. Das ist eine große Katze. Schon wieder? Oh nein. Captain Corey, hier spricht Corporal St. John, kommen. Hier spricht Corey. Ich bin bei Lieutenant Whittaker. Wir sprechen über Sie. Corporal, ich sagte Captain Corey, dass Sie eine enorme Hilfe und unentbehrlich sind. Ja, danke, das ist großartig, aber das ist nicht der Grund, warum ich... Captain, es gibt ein Plünderer-Camp direkt beim South Rim Drive. Plünderer? So nah bei der Insel? Hören Sie, nein. Ich habe sie erledigt, aber Private Taylor ist verletzt. Sie haben ihm ein Ohr abgeschnitten. Oh je, geht's ihm gut? Private Taylor? Was macht er da draußen? Ja, er wird's überleben. Ich weiß nicht, was er hier draußen wollte. Der Doc, Captain Jimenez, muss mit ein paar Männern herkommen und ihn abholen. Ich schick die Koordinaten. Ich gehe zu ihm und sag Bescheid. Corey, Ende. Oh nein, 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 nein. Oh, der ist aber schon gut. Gut. Scheiß Viech. Na! Nein! Verdammt nochmal! Dreckskatze! Dreckskatze! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Wieso sind die immer so böse, die Viecher? Echt? Oh, Junge. So, das war's. Okay, jetzt könnten wir hier vorbeifahren und natürlich dieses Nero-Forschungslager machen. Und dann natürlich dann hier die das Silikat besorgen. Genau. Macht Sinn, ja. Machen wir. So, machen wir's. Auf geht's. Warum ruckelt das immer so? Schon seltsam. Wow. Bin ich jetzt richtig oder bin ich jetzt vorbeigefahren? Nee, ich bin noch auf dem Weg. Ich bin noch voll weit weg. Achso, okay. Wow, was ist denn hier passiert? Oh, da hat wohl einer versucht... Nein, das war ja da, wo ich rausgekommen bin. Da liegt ja der tote Bär. Taylor, na, jetzt weiß wie geht's dir, Kumpel? Wie gesagt, Mann... Warte mal. Es ging schon mal besser. Hey, ich glaube, es blutet nicht mehr. Ach, ich dachte, das wäre eine Nahkampfwaffe. Blutet doch noch. Okay, Hilfe ist unterwegs. Halt einfach durch. Soll ich dir dabei Gesellschaft leisten? Nein, oh Scheiße. Nein, ich komme mir schon wie ein Weichei vor. Mir war alles gut, echt. Ich komme später zur Krankenstation und schaue. Hey, ich kenne den Laden. Schön da, besser als hier draußen. Echt mal. Ja, ich war da auch schon. Ärger den Doc nicht so sehr, ja? Verstanden? Dicken Ende. Warte mal, hier hat wieder... Hier ist wieder irgendetwas. Ich muss mich genau umschauen. Eine Schaufel. Hier hat man gegraben. Ja, wo? Warum? Weiter geht's. Darüber?
Okay, das schaue ich mir dann noch an. Okay, schauen wir uns mal um. Da. Ein Rechen und eine Hacke. Okay, was haben wir denn da? Ah, geht doch. Ah, die Hacke nehme ich mit, das ist ein gutes Nahkampfmittel. Oh nein. Ist doch das Camp, wo ich gerade vorher war, oder? Aha. Eine Falle. Aber woher haben sie es gewusst? Au! Der will gar nicht kämpfen. Schnapp ihn dir! Ah, ich zeig dir, wie ich gar nicht kämpfen will. Wir haben ihn erwischt! Komm her! Arno! Ah, tschüss! Verdammte Banditen! Hundesöhne! Das ist eine Spitzhacke und das hier ist eine kleine Spitzhacke. Ach so. Die große macht ordentlich Schaden. Ist auch eine kleine. Mann, die haben mich wieder ordentlich dran gekriegt, die Schweine. Ordentlich dran gekriegt haben sie mich wieder. Aber egal. Ich hab gedacht, ich könnte jemand retten. Hier gibt's kein Camp oder so, ha? Nein. Ah, Black Napon. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen. Okay, da vorne ist... Warte mal. Ist das weit weg? Doch. So weit ist das gar nicht weg. Ach, egal, ich lasse die Vögel jetzt in Ruhe. Aber ich brauche Benzin. Das brauche ich auf jeden Fall. Was? Echt jetzt? Wirklich? Okay. Das habe ich ja noch nie gemacht. Alles klar. Fahren wir ein bisschen näher ran. Und dann tanken wir. Ah, gutes Timing. Sehr nice. Gut. Und weiter geht's. Wusste ich gar nicht, dass das geht, dass man auch so tanken kann. Ja, aber soll ich's wissen, ne? Oh, verdammt, ich hab das Seil nicht gesehen. Nein, nein, nein. Oh, stopp. Ich töte dich als erstes. Und dich auch. Okay, ja, du mit deiner Waffe ist die nächste. Deine Waffe ist hin. Ja, meine Waffe ist hin. Das ist echt scheiße gelaufen. Das ist echt scheiße gelaufen. Aber ich habe auch eine Waffe. Schon mal daran gedacht? Scheiß Penheimer. Scheiß Plünderer. Da passt man einmal nicht auf und dann... Oh, eine Feuerwerks. Sehr gut. Viel besser. Junge, Junge. Ah, ist nochmal gut gegangen. Stellen wir das mal her, dann können wir das eben mitnehmen. Sehr gut. Was ist hier? Ist auch eine Feuerwehraxt? Ah, nehme ich doch die. Sieht irgendwie besser aus, weiß nicht warum. Solche Dreckschweine.
Da haben sie auch einen erwischt. Wo ist mein Motorrad? Nach da vorne. Mann, ist das weit geschlittert. Scheiße, ist kaputt. Mal sehen, was da geht. Ja, muss reparieren. Das geht. Gut. Okay. Und weiter. Oh, warte mal, hier ist die Straße kaputt. Oh! Wow, das sieht ja schon nice aus. Na, ich glaube, ich fahre außen rum. Ist wohl besser. Was zur Hölle ist das denn? Oh nein. Oh nein, ich höre dich. Naja, egal, fahren wir weiter. Verdammte Krähennester. Warte mal. Das ist das Nero Camp. Nein, das ist nicht das Nero Camp. Doch, das ist es. Okay. Was geht denn da schon wieder ab? Das hört sich so an, wie hier richtig viele wären. Sind nur Kids bis jetzt. Und da drinne? Keine Ahnung, gehen wir mal rein. Fabula, ob es in dem Nest was zu holen gibt? Okay, schön leise. Hier gibt's nichts. Also im Haus gibt's auf jeden Fall nichts. Oh, doch. Noch ein Mikrorekorder. So. Ah. Nero muss die alle im Räumungsverkauf ergattert haben. So viele wieder davon rumliegen. Na gut, dann hören wir uns den mal an. Feldbericht 2069. Nach Untersuchung einer Reihe von Berichten, die mein Vorgesetzter vom SAT-Überwachungsteam weitergeleitet hat. An diesem Ort wurden bei 8 Gelegenheiten Milizpatrouillen entdeckt. Was nicht bemerkenswert wäre, allerdings haben sie es nicht niedergebrannt. Also, naja, hat das die Aufmerksamkeit meines Vorgesetzten erregt. Es hat sich herausgestellt, dass er recht hatte. Position 307. Ein Ferienhaus aus den 1950ern. Ist mittlerweile ein Nest einer Gruppe infizierter Adoleszenter. Etwa 8 bis 12 Subjekte, je nach Migrationsmuster. Bluttests zweier männlicher Exemplare. Ungefähr 13 und 11 Jahre alt. Weisen Antikörper und antivirale Proteine auf, die wir, offen gestanden, nicht identifizieren können. Das Labor wird sich noch bei mir melden. Schlussfolgerung. Irgendwer bei der Miliz macht Experimente mit diesen kleinen Kerlen. Wer würde so etwas tun? Und wieso? Ihr Name ist Sarah. Und warum?
als sie versucht, die kleinen Scheiße auszulöschen und ich ihr dabei helfen werde. Genau. Ein Injektor. Wir haben hier wirklich alles. Gut. So, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme Konzentration als nächstes. Ich hatte immer Probleme, mich zu konzentrieren. Okay, und als nächstes wieder ein bisschen mehr Lebensenergie. So. Jetzt bin ich hier eigentlich sehr gut reingekommen und habe auch das geholt, was ich wollte. Dann mache ich mich auch wieder vom Acker. Macht keinen Sinn, mich jetzt mit denen anzulegen.